gleich wieder mal zurück zu uns holen, bevor er gefressen wird und wir den Feind dann vor unserer Tür Es werden haben. wieder mal Leute gefressen. 3, 2, 1. Es werden wieder Leute gefressen. Da Ja, da aber es macht doch keinen Sinn, wenn ich ihn. Da da. Und es werden wieder Leute gefressen. Und wir sind mittlerweile auf dem Alien-Raumschiff der letzten Stage des Games. Solange ich keine Flotte habe, kann ich sie auch nicht unterstützen. Ist auch egal, Hauptsache wir wissen, dass du Cartoons. Was? Flash Cartoons? Masturbates to Cartoons. Masturbates to Cartoons? Ja, es kommt jetzt gleich das Lied. Warum? Cool. Warte mal, Patze ist doch hier der älteste Patze. Ja, Masturbate to Cartoons. Warum masturbieren Leute zu Cartoons? You see, my friend, the world is an ugly place, and people have weird fetishes. Some masturbate to sausage, other masturbate to grass. Other people like to masturbate to anime characters. Oh. Aber Patze, die Leute, die Claudio so gerne hat, haben meistens auch noch einen Penis. Die Anime-Charaktere, die Anime-Frauen, die Claudio so gerne hat, die haben alles. Alles. Was? Alles. Naja, alles halt. Also Brüste, alles. Penis. Alles. Alles. Der Futanari ist eben geil. Mhm. Kein Geschmack, ey. Dann können wir uns ja Geld sparen, wenn er eh so halb-halb sein will. Masturbate to Cartoons. Ja, das stimmt, du hast recht. Dann können wir wirklich ein Stück davon für den Film verwenden. Von dem Geld, was wir bis jetzt angespart haben für die Geschlechtsumwandlung. Was hältst denn du davon, Claudio? Geil. Also du willst quasi zwei Brüste haben, aber einen Penis behalten. Oh, 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 why? Want a hand tied, girl for me, to make me happy. I want it so I can, stop using my hand, every single day, I'm watching anime. Ich glaube, Claudio will Brüste haben, aber trotzdem noch masturbieren, das ist das Geheimnis. I want my own hand tiger! Können wir bitte aufhören, darüber zu reden, was Claudio gerne will? Das macht mir meistens Angst. Er redet doch selbst gerade drüber, was er gerne will. Keine Ahnung, dann schlag mir irgendein anderes Gesprächsthema vor. Ich kann doch nichts. Bacon. Bacon in sämtlichen Variationen ist eine große. Nun, wie soll ich das sagen, Delikatesse verbreitet auf dem ganzen Globus. Wer hätte da zum Beispiel den Schweizer Bacon, der zur Hälfte aus Käse besteht? Und wenn man jetzt mal überlegt, was Käse und Bacon für eine großartige Kombination ist, kann man sich ja denken, was passiert, wenn man diesen Bacon dann auch noch mit anderen Lebensmitteln verbindet, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Spargel oder Fleisch oder Rindsteak. Warte mal, ist das gleiche wie Fleisch? Egal. Jedenfalls gibt es auch noch beliebige andere Arten von Bacon. Die Italiener haben zum Beispiel den berühmten Pestalozzi Bacon. Der Pestalozzi Bacon hat eine besondere Eigenschaft. Er wurde aus dem... Daniel ist stolz auf 14 Zentimeter. Er wurde aus den Geschlechtsteilen italienischer Männer hergestellt, was einen einzigartig rauchigen Geschmack für den Pestalozzi Bacon ausmacht. Eine italienische Spezialität, nur in den Tiefsten Italiens zu bekommen. Hauptsächlich wird so etwas verkauft von Klostern, wo ganz viele... Kann man das auch abschalten da? Das, nein, ich glaube, das Tonband ist kaputt. Des Weiteren gibt es dann noch den österreichischen Grützli Bacon. Der Grützli Bacon kommt ursprünglich aus der Schweiz. Grützli, the fuck? The fuck? Niemand bei uns hat Grützli, du bist die Scheiße. Nun,
Oh nein, Fatze. Die werden integriert, Das müssen sie dem... Wir müssen jetzt zuschlagen, wir müssen einen Krieg anfangen. Ja, wir können doch. Nun, nicht. Herr Österreicher. Jetzt wollen sie nicht mehr, vor allem wollten sie... Hallo, Fremde. Sei mein Ende. Nimm deine letzte Reise in meine Hände. Alle sind bereit für den Krieg, Pascal. Hm? Wir könnten alle wollen sie das machen. Ich habe noch keine. Pascal? Aber ihr könnt den Krieg machen. Er ist dein Nachbar dann. Ja, ich weiß. Machen wir es. Ich werde. Ich baue einfach mal schnell eine Flotte dann auf. Ich meine, ihr seid genug Leute. Ich schmerz, damit ich irgendetwas fühle. Nun, Herr Pat. Der Grizzly Bacon, nun. Sie müssen sich nun bei dem Herrn beschweren, der diesen Bacon erfunden hat. Verstehen Sie? Sie können nicht einfach sagen, keiner von Ihnen sagt Grützli. Vielleicht sagt ja genau dieser Herr Grützli. Auf jeden Fall hat er einen der bekanntesten österreichischen Bacon-Sorten entwickelt. Den Grützli-Bacon. Er ist bis heute ein weit verbreitetes Phänomen im Nordosten Österreichs und wird hergestellt aus Pferden. Aus toten Pferden. Was für ein Pferd? Naja, Sie wissen schon, das, womit Sie da oben in der Schweiz sich fortbewegen. Also Ihre Kutschen werden damit gesteuert. Ist klar. Nun, eventuell auch Sklaven. Je nachdem, aus welcher Ecke der Schweiz Sie kommen, kann es durchaus sein, dass Sie dort auch, und Sklaven statt Pferden verwenden, um ihre Kutschen voranzutreiben. Ich dachte, das ist normal. Wie macht ihr denn das? Wir benutzen Autos. It's a prime time. Was? Autos. Hä? Autos. Was ist das? Das sind Fortbewegungsmittel, sogenannte Kraftfahrzeuge, die nun mit Physik betrieben werden. Und Chemie. Physik betrieben werden. Anders als ihre Freunde in Österreich, die bisher nur das Fahrrad entdeckt haben, ist es bei ihnen jetzt möglich, die Pferde verwenden. Nein. Sklaven. Gut, in ihrer Ecke ist es vielleicht so, dass sie Sklaven verwenden. Schwimmen wir dann alle Battleblock Pferde? Nein. Okay. Ich bin. Wieso verlieren wir den Krieg, Patze? Wir gewinnen wieder. Wir haben irgendwo. Irgendwo haben Leute. Also was ist dein Ziel für den Krieg? Ja, dass wir Kurt wieder befreien. Wie bedeutend muss deine Persönlichkeit sein, damit dein Leben für dich sinnvoll wird? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Nun. Mein Leben ist nicht sinnvoll. Es ist und bleibt nicht sinnvoll. Doch. Nein! So viel Sinn wie eine Karotte. Es hat es denn allein nicht dadurch schon einen Sinn gewonnen, dass sie herausgefunden haben, dass es sinnlos ist? Nein! Don't even try. Ich sehe nicht den Zusammenhang. Das ist irgendwie Armeen bauen, Pascal? Ich bin dabei. Es geht, dabei? Es geht ja auch nicht darum, Armeen auch eine Logik Bodenarmeen zu haben. Es geht darum, einfach dummes Zeug zu quatschen und das kann ich gut. Verstehen Sie? Alle meine Hobbys basieren auf Dummschwätzerei, das Rappen, das Let's Playen und sogar mein Beruf, der Einzelhandelskaufmann, basiert darauf, dass ich Dummschwätzerei schwätze. Nein, keine Sorge, Daniel, du gibst deinem Leben keinen eigenen Sinn. Du bist nur ein... Du bist ein Nichts! Ich bin ein Stück Fleischwurst im unendlichen Kreislauf unseres schwarzen Sonnensystems. Richtig! Das wird Fleisch sehr schön gesagt. Ja, das ist so, dem würde ich eigentlich zustimmen, das ist jeder. Fleischwurst. Ich bin aus Fleisch und Fett, ich bin eine Fleischwurst. Was ist Grievous? Ich bin. Warte mal, da fällt mir etwas ein. Warte mal. Das Knie von Christian Morgenstern. Oh ja, bitte lesen Sie es vor. Ja. Wir brauchen etwas. Das Knie. Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts.
Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen, Das Knie allein blieb unverletzt, als wär es ein Heiligtum. Seitdem geht's einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Ich finde das schlecht, ich kann damit nicht zustimmen. Denn wenn man fest genug daran glaubt, dann kann jeder, finde ich, ein Baum werden. Fick dich. Nun, wo er recht hat, hat er recht. Haben Sie sich schon mal auf eine Wiese gestellt und sich vorgestellt, Sie seien ein Baum? Ja, öfters. Hat es funktioniert? Ich glaube. Er behauptet einfach etwas anderes. Was ist der Grund? Lügenpresse. Verdammte Philosophen, warum lügen die uns allen was vor? Wieso denken die? Das dürfen sie nicht. Nein. Es ist nicht so vorgeschrieben. Nein, die sollen nicht denken, die sollen die AfD wählen. Ich sag dazu nur Sapere Aude. Was? So. Salpete? Ich gebe jetzt hier so. Daniel, wenn du ein Tattoo stechen müsstest, was wäre es? Ein Patzel natürlich. Patzels Gesicht auf deinem Arsch machen. Nee. Was wär's? Wie findest du eigentlich die Schiffe, Patzel? Irgendetwas sehr Persönliches. Ja, gut. Wahrscheinlich der Name meiner Mutter oder so. Ah. Wie ist der Name deiner Mutter? Kevin. Petra. Nein, ist okay. Ich hab. Mein Lachen war einfach nur erforced. Das war jetzt so all sein. Ja, Selbsthass. Es war einfach gezwungen, ja. Hat sich so aufgesammelt und jetzt hat er mal eine Chance gehabt, alles rauszuholen. Nein, wahrscheinlich einfach nur irgendwie so Mama und Papa. Aber lass es raus. Lass es raus. Ja, das ist Claudio. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Weil okay. Petra und Michael klingt jetzt nicht so toll als Tattoo. Ja, okay. Lass es raus, Claudio. Okay, du darfst keine Angst haben vor dem Weinen. Ich darf keine Angst haben vor dem Weinen. Ja. Weißt du was? Hm. Scheiß auf dich! Okay. Das ist schon Anfang. Aber du musst nicht immer in die Wut flüchten. Du darfst auch einfach einmal weinen. Das ist nicht schlimm. Pascal sollte Psychologe werden. Weinen und Narkose. Oder Metzger. Fleisch. Speziell Metzger. Hey, das ist das Gleiche für mich. Daniel, das heißt ja immer Private Paul und Rotten Monkey. Wieso nicht Private Paul und Nackt? der war fast gut. Also, ich hab so zumindest ein bisschen. Schnitzel, Punkt, Big Boss, Patzel, Entnackt. Nein, der müsste sich mal Big Boss, Patze, Private Paul und Knuckles nennen. Nein. Aber dann, you can call me Knuckles. I'm like Sonic and Chuckle. I wanna flex my muscle. Das ist ein Scheiß. Wow. Dieser komische Todeslaser da war so mega easy. Das weiß ich noch, aber dieses komische Hammerspiel da gerade eben, was man da vorgesehen hat, das war echt schwer. Da habe ich mich echt auch ein bisschen aufgeregt, weil da musste man wirklich extrem schnell reagieren, um diese komischen Dinger da zu treffen. Wisst ihr, das war wie dieses Spiel auf diesen Jahrmärkten, wo da diese Hamster aus diesen Dings rauskommen und man die mit so einem Hammer kaputt schlagen muss. So ungefähr war das als Minispiel hier in dem Spiel eingebaut. Das ist halt ultra nervig gewesen. Nein, keine Tipp. Verstehst du nicht? Ich wünsche, ich hätte auch so einen schönen Anzug, habe ich aber nicht. Was denn für ein Anzug? Ein schöner Anzug. Ich doch sagen. Ja. Nehmen wir immer noch auf, oder ich meine, sprechen wir immer noch auf. Ja, Scheiße. Wir sprechen noch. Natürlich. Okay, hey, hallo und herzlich willkommen zu Schlusslei und Scheiße. Sagst du so gegen Ende vom Part, so noch eine Minute, dann ist der Part vorbei, aber Hauptsache du hältst die Idee. Du sagst jetzt herzlich willkommen. Gut, dann heißt das, wir dürfen alle dann noch irgendwas sagen zum Schluss. Moment, stopp mal, das Let's Play ist erst nach dem nächsten Part vorbei.
Also okay, da muss es warten. Sag uns dann, wenn es soweit ist. Ja, dann spielen wir Claudio alle will rein schon scheiße Golf oder so. Mit Battlelog 4 oder dieses Fußballspiel, aber nee. Ich will irgendwas hören. Wer wagt es mich anzuschreiben? Oh, es ist an. Okay, Sarah. Geht gleich. Sarah! Schreibt wieder. Was hat sie geschrieben? Dass sie dich nicht wann sie skypen möchte. Bzw. wann ich skypen möchte, sondern ich schreibe jetzt einfach, wann du möchtest. Ist mir scheißegal. Sie gibt die Zeit an, ich bin Gentleman. Oder so, was weiß ich. Oh ne, jetzt schaut sie sich den Part an. Nee, sie weiß es gar nicht, ist gut. What? Okay. Ich sorry. Werde an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Wir sehen uns dann gleich im nächsten und letzten. Haben wir keine Part. Aufnahme, du hast es schon aufgenommen. Ja. Och, es kommt wieder mal Star Wars Musik. Nee, nicht fickt euch, tut mir leid, ich will die Zuschauer nicht beleidigen. Ja, es kommt sowieso keiner.